mir erstmal 30 Mal überlegen. So. Ich habe an alles gedacht. Nur nicht mal trinken von draußen reinzuholen. Das war mal wieder sehr schlau. Chemie wollte ich jetzt mal nachgucken. So. Was haben wir denn da noch? Zeit haben wir noch. Stellt ein Teil der Vitalität sofort wieder her. Ah, hier hat es dann wieder die normale Sache da aus Teil 1. Den normalen Effekt. So. Beim zweiten war das leider nicht so. Dann will ich einmal ganz kurz meditieren. Will ich mal bis zum Morgen machen. Da haben wir kurz Ventilator an. Jetzt möchte ich einmal den Trank hier sogar hinzufügen. Drauf wird es das Weisen. Dafür die Katze raus, ne? Verbesserter Donner. Guck mal, so viel noch. Das hier können wir noch mal mit hineinfügen. Und dann nächsten Ort suchen. Der da hier? Der da hier, genau. Tolles Deutsch. Ah, mal der da hier. Lauf, kleiner Geralt, lauf. Ach, ich hab den einen Punkt vergessen. Sagt noch mal keiner, ne? Punkten. Ich glaube, das hier jetzt gerne. Au. Und noch mehr Ente jagen. Und jetzt ist ein Nest voll. Von diesen Viechern. Und nur Krieger. Naja. Das klang gerade schon wieder wie ein Waldschrat. War schon. Oh. Einmal kurz speichern. Gut, wir sind Stufe 25. Was kann man gegen die Viecher für ein Öl verwenden? Ich muss also erstmal gucken, wozu die gehören. Ich weiß es halt leider nicht. Konstrukte. Erdgenien. Gemerit. Bombo. Konstruktöl. Haben wir Konstruktöl? Konstruktöl haben wir sogar. Sehr geil. Wow.
Okay, das kann ein bisschen länger dauern. Joberg. Okay, die ist schlechter. Die Rüstung. Dann einmal da oben. Da unten. Dann können wir schön die Straße entlang gehen. Zu unserem Ziel. Klingt doch soweit super. So, Geralt ist der Himmelstürmer. Okay, warte mal. Ui! Oh, Geralt leidet hier. Oh! Das hat gereicht, um zu sterben. Scheiße. Ja gut. Ja gut, ne? Nicht so schön. Wobei, wahrscheinlich hätten wir sogar noch überlebt, wenn... Oh. Nein, 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 Geralt, bitte nicht. Nein, nein! Geralt ist einfach von selbst darunter geleitet. Scheiße. Ah. Warten, bis Geralt mehr Leben hat? Klingt das nach einem Plan? Ich weiß es nicht. Nein! Ich bin hier nicht runter! Also diesmal habe ich wirklich nichts gemacht. Diesmal bin ich nicht runtergerungen. So, wir gehen gleich zurück, wir gehen gleich zurück. Ich habe die S-Taste schon gedrückt. Dass wir direkt zurückgehen. Ich habe da, glaube ich, sehr ungünstig gespeichert. Nein, nein, nein! Geralt, Geralt, nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Slide da vorsichtig runter, Geralt, bitte. Oh. Mami, oh Gott, wir haben es geschafft. Wie geil. Das hat Spaß gemacht. Wer hat Bock auf eine zweite Runde? Okay. Geralt. Gut, danke. Da
das ist ein fetter Zyklop. Aber wir kriegen ihn trotzdem platt. Okay. Gut. Wo ist das denn? Ah. Oh Gott. Gefunden. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Messerlich gefertigte Greifenrüstung. Und wieder ein Pünktchen. Das machen wir gleich noch. Und packen wir da mal mit rein. Können wir da noch irgendein... Ne, das ist schon ein großes Close untergehen. Ja. Schari mit E. Worauf denn wird noch ein? Ja. Aber wir sind fast da. Oh nein, ein Pferd wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist aber noch eine HP hier. Zwei sogar. Drei sogar. Greif Plötze an. Lass Plötze in Ruhe. Niemand greift mein Pferd an. Na ja, komm her. Komm, 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 komm. Wäre so, als wenn niemand meinen Kater angreifen würde. Plötze, nein! Ich weiß gar nicht, kann Plötze überhaupt sterben? Ich hab's noch nie ausprobiert. So. Da du schon mal hier bist. Lauf, Plötze! Nehmen wir dich einfach. Müsste der Wal nicht geplatzt sein? Na gut, kommt drauf an, wie lange er da schon liegt. Oh, das sind aber schwache Banditen. Mir fällt doch gerade was ein. Was ich vergessen habe zu tun. Genau deswegen. Und zwar. Wo ist das? Das ist hier. Das ist da. Das einmal anschalten. Einmal auf Inhalt verwachsener. Weil ich weiß nicht, was, wann, wie, wo noch für Szenen kommen. Ich möchte keine Probleme bekommen. So, und jetzt haben wir so endlich zu unserer Quest geschafft. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Gib mir nicht das Grau zurück. Eigentlich nicht, nee. Das Gewicht in Gold. Da. Julio ist mir mehr den Verbrechen. Ah, Leute, ihr habt keinen Schuss gegen mich. Also nicht mehr. Vor einigen Stunden hätte ich ihn mir noch den Arsch aufgerissen.
das ist dieser Schnellreiser. Dann gucken wir zu einem Wachmann namens Olaf auf Gertrude. Gibt es auf dem Weg nach Gertrude? Und ich mache aber die Sachen am Land, die hier auf dem Meer mache ich noch nicht, oder? Also ich die vier hier zumindest machen. Bin so unschlüssig mit mir selbst. Komm, wir machen die Sachen auf dem Meer. Wir machen es einfach. Wir wagen's. Meine Leute, was wollen wir verlieren? Ich habe noch was vergessen, als sie oben war. Ich habe vergessen zu pinkeln. Alter, wie kann man vergessen zu pinkeln? Gott, ich bin 24 und bin sowas von vergesslich, ey. Wobei, eigentlich so viel vergesse ich tatsächlich gar nicht. Aber es gibt halt so Tage, an denen vergesse ich alles. Da würde ich wahrscheinlich sogar meinen eigenen Namen vergessen. Ich glaube, das sind der Trunkner. Ich hoffe es zumindest. Na, ertrunkene Tote. Nicht gerade angenehm, aber immer noch besser als Sirenen. Ich belade mich hier immer weiter mit Rüstung. Ich merke dabei, dass ich manche Sachen vielleicht auch einfach wegschmeißen sollte. Ach ja. Hallo. Also jetzt haben wir hier schon wieder so ein angebissenes Boot. Alter, man sieht hier sogar tatsächlich Wale. Wie geil. Ja, hier war dann was links vorbeigefahren. Bitte einmal tauchen. Aua. Ich könnte sie auch einfach töten, wenn ich eine Armbrust hätte. Aber ich blöd der Pub, die nur die verkauft. Oh, scheiße. Ich muss ein bisschen was loswerden hier. Scheiße. Diese ganzen kleinen Sachen, ne?
So. Schwimmen nach oben, schwimmen nach oben, schwimmen nach oben. So, gut, ich könnte jetzt nach hier überall hin, aber da wir nach da sowieso nochmal müssen, schätze ich mal. Mal jetzt mal das hier alles. Was hier so in den Gewässern rumschlummert. Haben wir halt mehr von. So, nochmal tauchen. Na gut, aber lieber ertrunkene Tote als Sirenen. Die einem das Schiff sowieso demolieren. Ey! Jetzt sollte ich auch einfach mal was von Plötze hier wegwerfen. Erstmal ein bisschen sortieren. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Sagte sie und nahm alles mit. Oh, ich finde es immer noch ätzend, dass man unter Wasser auch keine Zeichen verwenden kann. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr blöd. Schon? Ja. Nach oben. Der so ausgedacht hat. Da hinten ist der Wal eingefroren. Oder ist einfach wirklich gestorben gerade? Durch irgendwas. Irgendwas oder irgendjemand. So, die hier noch. Dann von hier aus hier so rum. Da lang, da lang, da lang, da lang und dann da. Nach da hinten wieder hin. Alles werden wir sowieso nicht finden. Diesen Durchgang. Also einmal werde ich es mindestens noch spielen. Wichtig wäre jetzt einfach nur, wenn wir endlich mal einen Händler finden würden. Das wäre eigentlich mal ganz jetzt angenehm. Die packen wir da einmal mit rein. Ich würde so gerne mal was verkaufen. Schwimmen erstmal nach da. Oh, schon wieder? Die
irgendwas bei dir, was ich... Okay. Ich muss leider was von den großen Dingern hier. Verkaufen. Verkaufen vor allem. Wegschmeißen. Warte, hier waren. Nee. Wo waren denn plötzlich Sachen nochmal hier? Warum sind wir nur so schwer beladen? Jetzt. Jetzt muss ich wirklich mehr darauf achten, was wir da mitnehmen. Aber ich muss es mitnehmen, ne? Ja, wir haben jetzt mal keine Wahl. Vorerst. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. So. Hier war eigentlich gar kein Platz mehr für irgendwelche Schätze. Egal. Kriegen wir schon hin. Zur Not reiten wir halt. Da war auch nicht gedacht, dass wir noch so viel finden. Jetzt macht Gerhard sein Schiff kaputt. Nee, nicht ganz. Oh. Jetzt hol dich das Grab zurück. Aua. Aua. Scheiße. Ja, ich muss mich jetzt leider so putzen. Der hat Ober gesagt. Also laufen kann er nicht, aber kämpfen kann er. Ich weiß nicht, wo da der Bogenschütze ist. Ach, da ganz hinten. Ich komme mir so ein bisschen albern vor. Also nicht großartig, sondern... Ne? Und jetzt ist er beinlos. Ja, komm her. Okay, das geht auf jeden Fall. Gut, eine Armbrust können wir auf jeden Fall einmal gebrauchen. Das macht sich besser. Wir wissen ihn aber leider auch nicht ganz.
Geil, reiten wir den restlichen Weg. Gibt es irgendwo in der Nähe einen Händlerstadt? Ja, da nicht. Da hinten. Wäre aber ein Umweg. Wir hoffen einfach, dass wir, wenn wir auf dem Weg dahin sind, einen fahrenden Händler finden. Bei dem ich ein bisschen was loswerden kann. Ich möchte das eigentlich alles nicht komplett fallen lassen. Langsamer. Oder wir machen einmal Schnellreise. Warte mal, wir machen ausnahmsweise mal Schnellreise. In eine andere Siedlung. Wahrscheinlich ist die Frau dein Arm oder der Herr. Die Blumen sind heuer spät. Und es gibt kaum Bienen. Dieser Winter war. Wo soll jetzt hier ein Händler sein? Nur die Hälfte der Bienenkörbe auf Spikerok hat ihn überstanden. Ob die weiße Kälte mag? Ob die Prophezeiungen wahr sind? Ich hoffe, dass hier unten jemand ist. Jedes Jahr später. Der. Nein. Ja, toll. Das lief eher weniger gut. Also wir suchen uns einen anderen Ort. Ich will jetzt hier nicht im Schritttempo nach einem Händler suchen. Und in der Hoffnung, die richtige Höhle zu finden. Ah, ist auch Kilometer weit weg. Keine Wahl, wir müssen uns dann teleportieren. Okay. Dann halt nicht. Hier wird es mir jetzt genug Leute geben, die kaufen oder verkaufen. Bärtchen? Hast du die Pläne gesehen? Ein seltsames Langschiff bauen wir da. Unten fast. Oh, das ist nicht so viel. Nein. Komm schon, Plätze. Sei. So, da ist zumindest einmal die Truhe, wo wir was reinlegen können. Das reicht mir auch schon. Wir müssen die unbedingt verkaufen, die Truhe reicht. Das hier ist ja jedenfalls Unterkunft. Ich weiß, ich brauche die ganzen Sachen nicht. Ich will eigentlich wirklich nur verkaufen. Aber solange ich keinen Händler gefunden habe. Muss ich das erstmal so machen. Okay. Aber eigentlich kann ich hier die. So. Die restlichen Sachen verkaufe ich dann so viel. Was macht Plötze hier dran? Du, plötzlich, ich hab dich ja auch ganz doll lieb, ne? Aber wie komme ich jetzt hier raus? Bitte sag, es gibt nur eine zweite Tür. Tatsache, plötzlich ist echt der komplett reingeglitscht. Gar nicht. Ich glaube, wir gehen mal wieder zum Friseur. Also zum. Ich möchte, dass du diese Fetzen für mich zusammennähst. Kostenmaterial? Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Ach. Wohl der Einzige auf den Inseln. Ja, Schneider. Entschuldigung. Ja. Nicht. Ne? Du bist doch gut mit der Schere. Kannst.
Das mache ich eigentlich. Ich kam nicht auf das Wort Schneider. Bart. Schnur- und Unterlippenbart? Ernsthaft? Nee. Einmal bitte. Diese Narben bei ihm. Und bitte eine andere Frisur. Lang und offen. Offen, nicht zu lang. Du weißt gerade noch nicht, wie das aussieht. Das... Ach, ist das sind die. Ist das eine Standardfrisur nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Bis dann. Machen wir das erstmal so. Ja, ich glaube, das war seine Standardfrisur. So. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Ja, Tatsache. Wir haben schon mal gegen einen Drachen gekämpft. Lange, lange jetzt her. So. Dann gehen wir einmal hier die Quest ab. Pass bloß auf, Fremder. Das ist ja seltsam. Ich weiß gar nicht, war das der hier? Lass bloß die Leute in Ruhe. Drückst du dich rum und belästigst die Leute? Friede, Kumpel. Jetzt stolzieren sie hier rum, diese Festlandhelden. Und dann soll ich dürfen da hoch? Wir sie tot aus der Taverne ziehen. Jetzt stolzieren sie hier rum, diese Festlandhelden. Oder habe ich das Schwert aus Versehen? Nee, ist noch da drin. Okay, ja. Beim Wachmann namens Olaf auf Kertrulde. Das da oben, Olaf. Erst stolzieren Sie hier rum, diese Festung. Ah! Nee. Das ist nicht Olaf. Rumtreiber. Ich hab dich im Blick. Ja, wo finde ich Olaf? Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Weiß nicht, wer Olaf ist. Letzte Nacht war. Kann mir einer sagen, wo ich Olaf finde? Tischmesser taugen höchstens zum. Das ist eine Waffe. Wir lösen unsere Probleme. Oder war das vielleicht da oben? Letzte Nacht war. Vielleicht müssen wir einfach nach da oben. Deswegen da auch die Pünktchen. Das macht zumindest mehr Sinn. Lauf, kleiner Geralt, lauf! Ja. Das macht mehr Sinn. Und da ist Olaf. Worum geht's? Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Tja.
Sehr schön. Dann... Ja, wie gesagt, das hier müssen wir ja alles noch machen. Das hier machen wir jetzt einmal. Dann fragen wir unten einmal nach dem Eis... Huch! Einmal nach dem Eisriesen. Und wer ist das? Ich bin Geralt von Riva. Eindeutig ein Hexer. Ein Monsterjäger. Ein Hexer, der gerne aus unmöglichen Höhen in die Tiefe springt. Hat das irgendwo Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Hey! Ist nicht so viel. Warum nicht? Was? So, aber bevor wir gleich da reingehen, will ich einmal, also, ich werde jetzt nicht beenden, ich werde einmal ganz kurz meinen letzten Energy von draußen reinholen. Ich bin sofort wieder da. Da bin ich ja schon wieder. Kann man sich jetzt erstmal nochmal schön müllig machen. Weiter. Jetzt. Gott in der Taverne. Ich suche Leute von Unweg. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel am Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Undvik? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankreets etwa schon wieder vorbei? Javor kommt von da. Das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Chalmar begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Diese Sirenen, gibt's davon viele auf Undvik? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen.
Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Arz. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit einem Hornwalhorn. Ein Tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Ich muss nach Undweg. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer. Knapp unter der Oberfläche. Nicht rüberfahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen. Sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. War nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. Okay. Ach, lass mich nicht antworten. Kann ich denn nicht einfach schneller jetzt dahin machen? Die beste Klinge ist nichts wert. Warte mal. Hübsche Narbe. Kannst du eine sehen? Kann ich mit dir... Kann ich dich für etwas... Vielleicht. Ah, okay, kann ich alles nicht verkaufen. Schade. Wiedersehen. Ist hier noch irgendwo ein Schiff? Ja, da hinten. Natürlich kann ich keinen Schnellreise hinmachen. Naja, aber wir können zumindest von hier aus ein Schiff hier nehmen. Wenn ich wollte, könnte ich das bestimmt, ja. Yeah.